Intensivwahlkampfphase als wichtig erachten. In zwei Wochen wird in Österreich gewählt und vor allem eins scheint sicher. Sebastian Kurz wird die meisten Stimmen holen. Die Umfragewerte seiner ÖVP sind zuletzt zwar leicht gesunken, mit 35% liegt die Volkspartei aber immer noch weit vorn. Könnten die Österreicher ihren Kanzler direkt wählen, würden laut Meinungsforschern sogar 41% für ihn stimmen. Offenbar tut die sogenannte Schredder-Affäre um unter fragwürdigen Umständen zerstörte Festplatten der Beliebtheit des Ex-Regierungschefs keinen Abbruch. Fraglich ist der Koalitionspartner. Für ein erneutes Bündnis mit der FPÖ würde es rein rechnerisch reichen. Die Freiheitlichen gehen ebenfalls fast unbeschadet aus der Ibiza-Affäre hervor, die zum Koalitionsbruch und zu den Neuwahlen geführt hatte. Der am Samstag mit 98% gewählte neue Parteichef Norbert Hofer hat das Ziel ausgegeben, stärkste Kraft im Land zu werden. Davon sind die Rechtspopulisten mit knapp 20% Zustimmung aber weit entfernt. Die SPÖ kann laut Prognosen nicht von den Skandalen um die türkisblaue Koalition profitieren. Die Partei von Pamela Rendi-Wagner könnte demnach mit 22% knapp zweitstärkste Kraft werden. Damit wäre auch eine große Koalition aus ÖVP und SPÖ drin. Die Grünen könnten mit 11% der Stimmen wieder in den Nationalrat gewählt werden. Die liberalen Neos liegen bei 8-9%. Würden sich beide Parteien mit der ÖVP zusammentun, könnte es ebenfalls für eine Mehrheit unter Kurzführung reichen. Beobachter halten aber auch eine linksliberale Koalition aus SPÖ, Grünen und Neos nicht für vollkommen ausgeschlossen. Vorausgesetzt, die Sozialdemokraten und die kleineren Parteien holen bis zur Wahl am 29. September noch etwas auf.